Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir die Heldenmission von Juniper abgeschlossen und dadurch können wir jetzt unter anderem auch an Seilen entlang grinden. Yay! Und Technikanschluss haben wir jetzt auch bekommen als Fähigkeit, also auch normale Techniken kann ich jetzt aneinander anschließen. Alle anderen sind runtergefallen, wunderschön. Also ziemlich krass, was wir da alles bekommen haben. Ich habe auch schon die Klassen ein bisschen durchgeswitcht, werde ich gleich wieder zeigen. Aber erstmal will ich jetzt noch ein bisschen hier entlang grinden und ein paar neue Dinge finden. Zum Beispiel hier einen Container. Und das werde ich jetzt dann gleich noch ein bisschen mehr machen und gucken, ob ich hier noch was anderes auch finden kann. Mit unserer neuesten Fähigkeit, mit dem entlang grinden. Wunderschön. Genau, mal ganz kurz. Bei Noah habe ich eben schon die neue Klasse von Juniper angelegt. Und wir können uns mal ganz kurz die Talente und Techniken anschauen. Ich habe die aber schon richtig ausgewählt. Für meinen Geschmack die besten. Einmal hier erhöht den ausgeteilten Schaden um 50% bei Gegnern mit 30% KP oder weniger. Erhöht Schaden bei Angriff auf Gegner mit Blutungsstatus. 30%ige Chance, Fernangriffen auszuweichen und reduziert durch Angriffe erzeugte Wut um 25%. Also allen voran Blutung würde ich auf Gegner draufhauen. Und deswegen habe ich auch da eine entsprechende Technik. Ich habe die drei eben drin. Einmal Schnellschuss. Das bewirkt bei Seitenangriffen mehr Schaden. Dann konstantes Zusetzen, das ist das Kraftfeld. Sehr interessant, dass er als Angreifer ein Kraftfeld hat oder auch Juniper. Aber das bewirkt einen Technik-Zusatzangriff. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Ob das bedeutet, dass eine Technik dann doppelt quasi eingesetzt wird, wenn ich sie benutze. Aber hört sich ganz lustig an. Würde ich mal austesten. Und noch vehementer Pfeil. Der bewirkt eben Blutung, wenn die Technik Gegner von hinten trifft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt auch überhaupt eine Technik ist, wo dann mein Special aufgeladen wird. Ich glaube aber schon, weil ich meine hier, das macht ja keinen extra Schaden, sondern halt einen extra Effekt. Aber ich glaube, ich habe schon andere Techniken dieser Art auch gehabt. Also dürfte die Spezialangriffsleiste füllen. Die anderen übrigens, die er noch hätte, wäre Erdrutsch. Erhöht Schaden bei Angriffen auf geschleuderte Gegner um 100% während Technikeinsatz und während Technikeinsatz ausweichen. Das kommt halt so selten vorschleudern, dass ich das erstmal rausgelassen habe. Und dann noch hier eine Haltung, nächtliche Jagd. Rückangriffe fügen 30% mehr Schaden zu. Die beim Angriff erzeugte Wut wird verringert. Da würde mich zum Beispiel bei dem aber sehr interessieren, ob da die Spezialangriffsleiste gefüllt wird. Weil wenn ich das einsetze und ich mache danach dann Rückangriffe, also auch durch Autoangriffe, ist es dann so, dass bei jedem Autoangriff von hinten, den ich mache, sich die Spezialangriffsleiste füllt? Weil das sind ja dann Techniken oder halt Angriffe, wo ich auf der richtigen Seite quasi stehen muss. Aber es ist halt keine richtige Technik, sondern halt dann durch Autoangriffe, versteht ihr? Deswegen, ich weiß nicht, ob das dann zählen würde. Das ist trotzdem ganz interessant, aber ich finde, die drei hier sind, glaube ich, besser. Kraftfeld finde ich lustig, dann eben Blutung ist wichtig und halt einmal ein Positionsangriff für die Spezialangriffsleiste. Und die ist übrigens die hier. Erhöht ausgeteilten Schaden um 50% bei Gegnern mit 30% KP oder weniger. Also vor allem finishen kann Juniper oder kann die Klasse ziemlich gut, wenn die Gegner eben weniger KP haben. Ja. Ganz genau. Ansonsten habe ich auch noch hier ein bisschen durchgeswitcht. Ich habe wieder sehr komische Klassen. Hier Juni und Tayon haben nämlich beide... Wie heißt die Klasse noch? Wo steht das hier? Steht das nicht auch irgendwo? Strategos, genau. Strategos sind sie beide. Und Lance und Senna sind beide Schutzkommandeur. Also ist ein bisschen komisch meine Aufteilung. Aber wird schon klappen. Okay, aber mehr kann ich hier auch schon gar nicht mehr entdecken. Da oben ist zwar noch ein Container und eigentlich ist hier auf der Karte auch noch einiges anderes Zeugs. Aber das ist halt ein bisschen zu weit oben und da komme ich, glaube ich, nicht wirklich hin. Hier zu dem Seil komme ich zum Beispiel auch nicht hin. Das ist auch zu weit oben, das startet da von oben. Und das würde dann zum Container hinführen. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt hier sogar doch schon alles erkundet, was ich aktuell erkunden kann. Ich habe zumindest nichts anderes mehr gefunden. Okay, dann gehen wir halt auch gleich den richtigen Weg entlang. Nämlich bei diesem großen Seil hier in Richtung Zielpunkt. Yay! Okay, da unten sind auch einige Höhlen. Da komme ich aber vielleicht gleich hin. Whee. This gets the blood pumping, eh? Mhm. We've so gotta do that again. Werden wir noch oft machen, keine Sorge. Es gibt ja sehr viele von diesen Stellen. So, hier kann ich runterklettern. Okay. Oder runterspringen. Und mich dann taktisch festhalten, um Fallschaden zu entgehen. So, perfekt. So, hier sind jetzt die ganzen Hüllen. Mhm. Ist hier auch ein Gegner oder so, der für die Hüllen verantwortlich ist? Anscheinend nicht. Okay. We can't just leave this be. Mhm. So, und sonst ist hier unten auch nichts mehr. Okay.
I've never traveled so far from my colony before. You'll do just fine, Juniper. Let's go. Mhm. Ach was. Hat er 3? Ich dachte, er hat nur 32. Egal. Aber genau, ich habe schon auf der Karte gerade gesehen, ich kann auf diesem Baum, Stamm, whatever, hier entlang laufen. Oder ist das ein Ast? Dieses fette Ding? Nicht sicher. Kann auf jeden Fall hier entlang laufen und komm dann, oh weia, komm dann hier nach oben und da komme ich jetzt dann auch zu dem Container hin, den wir uns gerade eben noch angeschaut haben, wo ich gerade gesagt habe, dass ich da, ja, von oben irgendwie hinkommen müsste. Und ich glaube, da bin ich jetzt hier richtig. Scheiße. Das ist aber natürlich nicht so einfach, jetzt mich an denen vorbeizusneaken. Soll ich es trotzdem probieren? Ah ja, ich habe mich schon an so vielen Gegnern vorbeigesneakt. Dann werde ich das doch hier ausschaffen, oder? Ah, what? Einfach entlanglaufen. Okay, wunderbar. Nein! Lass mich doch in Ruhe! Hilfe! Ah, klettern, klettern, klettern. Kletter, kletter, kletter. Okay. Genau, klettern beendet ja immer einen Kampf. Mhm. So, hier ist jetzt nämlich das Seil, das würde mich zum Container führen. Ich glaube aber, ich kletter sogar erstmal noch weiter nach oben. Weil vielleicht kriege ich hier oben dann nochmal einen Reisepunkt und dann komme ich leichter wieder hierhin zurück. Deswegen schaue ich mich erstmal noch hier ein bisschen um. Aha, eine Hülle. Such is the officer's duty. Wunderschöne Kamerafahrt. Ey, Mann, ey. Ja, was meinst du? Ich glaube, die Kletterstelle einfach nur, oder? Aber ja, ich kann hier noch höher kommen. Ja, das da oben könnte doch ein neues Areal sein. Vielleicht sogar auch mit Reisepunkten eben. Das wäre schön. Okay, ich kann da noch sehr viel mehr klettern auf jeden Fall. Wo geht's denn hier hin? Hat man so laut Karte... Ah, hierhin komme ich da. Also, könnte zumindest sein. Das ist noch ein bisschen ein weiter Weg auf jeden Fall. Aber das könnte sein, dass mich das wieder zu den Wasserfällen zurückführt und noch weiter nach oben bei den Wasserfällen. Das wäre gut möglich. Dann versuche ich auf jeden Fall mal noch hier entlang zu gehen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt dann gleich irgendwo vielleicht sogar ein geheimer Reisepunkt kommt, aber auf jeden Fall irgendwie ein Reisepunkt. Und allein deswegen ist es immer schon wert, finde ich, wenn man... zu Gebieten hingeht, wo man noch gar nicht hingehen soll, so richtig. Weil die Gegner so stark sind. Wenn ich da schon Reisepunkte habe, dann kann ich mir halt in Zukunft da die Wege ersparen. Kann ich direkt mich hin teleportieren. Und das ist dann schon ganz nice, finde ich. Mhm. Schöner Ort hier. So. Das muss doch jetzt ein neuer Ort sein, oder? Also komm. Mit einem Namen. Hä, what? Wie ist das kein neuer Ort hier? Mit voll der interessanten Flora. Aber nix. Aha, da haben wir es doch. Die Kottequelle. Eieiei. Vielleicht zwei? Stattliches Dorama und stoßender Dorampel. Aber die haben immerhin unterschiedliche Namen. Also sind sie wirklich einzigartig. Okay. Ja, die muss ich erstmal ignorieren. Aber ich habe jetzt hier den Reisepunkt, den geheimen. Und wenn ich mal irgendwann Level 65 habe, dann kann ich die bekämpfen. Ah, die kämpfen sogar zu sammeln auch. Okay, ja, dann brauche ich Level 80 oder so, um eine Chance gegen die zu haben. Habe ich das Gefühl. So, aber hier ist noch ein Container. Und kann ich mir den vielleicht holen? Ich sehe von hier aus zumindest keinen Weg hoch, aber von der anderen Seite hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Da ist vielleicht ja auch irgendwie mega cooles Zeug drin, weil ich hier eigentlich ein bisschen zu früh bin, hier bei dieser Quelle. So irgendwie hochschießen. Wunderbar. Ne, das war gar nicht geschießt, das war schon so gedacht, glaube ich. Mhm. 6 SP. Und hochwertige Edelsteine, nicht mehr normale, sondern hochwertige. Von denen habe ich noch nicht 99. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns auch noch diesen Container hier. Mhm. So, ich denke mal, da finden wir nicht ganz so cooles Zeug wie bei dem gerade eben. Aber vielleicht auch hochwertige Edelsteine immerhin. Nopp- und Silbermünzen immerhin. Ein paar. Ja, ist auch nicht schlecht. Ein bisschen Geld und Nopp- und Silbermünzen. Passt. Jetzt aber zum nächsten Zielpunkt.
Was zum Funken? Das Ding ist aus dem Nichts aufgetaucht. Okay. Vorsicht, es greift an. Das Phantom! Okay. Und das zählt als Nebenquest? Interessant. Rätselhafter Angreifer. Okay. Hallöchen. So, Technikanschluss. Yay! Ich darf das aber gar nicht zu sehr machen, den Technikanschluss immer. Weil es ist natürlich schon auch ganz sinnvoll, wenn ich Fusionstechniken mache. Und deswegen, ich sollte es gar nicht immer machen. Aber ab und zu schon mal. Jetzt am gleich zum Beispiel kann ich ein bisschen. Aber ich meine, jetzt am gleich habe ich sowieso Fusionstechniken ready. Deswegen jetzt am gleich könnte ich halt auch einfach normal machen. Also einfach durch Fusionstechniken kann ich ja auch immer Anschlüsse machen, meine. Deswegen, jetzt hätte ich gar nicht den neuen Technikanschluss gebraucht. Also ich glaube, so ultra viel bringt das sogar gar nicht mal. Der neue Technikanschluss, den ich jetzt habe. Durch Juniper. Weil ich mache eh schon oft Fusionstechniken. Und mit denen kann man ja eh schon immer anschließen. Aber gut. So, was heißt jetzt eigentlich hier Technikzusatz? Warte mal, wenn ich jetzt nochmal hier das Kraftfeld mache, während ich da drin stehe, mache ich jetzt zwei. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bin mir nicht sicher. So. Und Special. Der ist zwar erst besser bei kritischen KP vom Gegner, aber ich mache mal jetzt einfach auch schon. Okay. Rückangriff. Und nochmal ein Technikfeld. Okay. Aber so richtig viel kann der nicht, oder? Habe ich das Gefühl. Das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Aber hier, mein Kraftfeld lädt sich auf jeden Fall ziemlich schnell auf. Das kann ich deutlich schneller machen als verborgene Dornen, was ich als Steuerkreuzfähigkeit habe. Und deswegen, da kann ich, okay, da kann ich dann schon häufiger den Technikanschluss auch sinnvoll einsetzen. Es ist verschwunden. Was war denn das? Wahrscheinlich unsere Verfolger. Aber so ein Leftness habe ich noch nie gesehen. Ein neues Modell. Es bringt nichts, uns darüber jetzt Gedanken zu machen. Wir sollten schnell weiter. Ja, aber wir müssen auf der Hut bleiben. Zumindest bis wir den Wald verlassen. Hä? Das ist ja auch richtig komisch. Warum hat das jetzt als Nebenquest gezählt? Das war doch storymäßig. Der mysteriöse Leftness ist wieder verschwunden. Was könnte es damit wohl auf sich haben? Seltsam. Dass das eine eigene Nebenquest war. Aber na gut. Keves und Agnes sind beide voll mobilisiert. Wir müssen sie einen von einem Mal. So, wir gehen auf jeden Fall weiter. Und haben hier die Baumhöhle. Aber ja, mal gucken, wie lang der Wald hier noch gehen wird. Ich glaube schon, dass wir noch hier ein bisschen bleiben werden. Also den ganzen Part wahrscheinlich. Werden wir noch hier im Wald verbringen, würde ich mal schätzen. So, dankeschön. Du lässt mich in Ruhe. Brav. Der hat zum Glück nur 32. 33 Gegner greifen mich ja an, wenn sie normalerweise auch Gegner angreifen. Oder halt mich angreifen. Aber 32er lassen mich in Ruhe. Das finde ich gut. So, da können wir wieder ein bisschen grinden. Sehr schön. Diese beiden, genau, die beiden Kletterstellen da links habe ich benutzt. Da sind wir ja gerade runtergeklettert, um zu den ganzen Höhlen hinzukommen. Da hoch kann ich nicht. Nee, okay. Okay, da hinten ist ein Lager oder sowas. Rauch auf jeden Fall. Wir grinden wieder. Yay! So, warum steigt hier Rauch auf? Einfach so? Okay, interesting. Na gut. Vielleicht ist es ja auch kein Rauch, sondern Dampf. Vielleicht ist der Boden da besonders heiß oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt haben wir sogar schon 36er Gegner. Also langsam nähern sich die... Da ist ein Lager. Langsam nähern sich die Gegner wieder meinem Level an. Hm? Manana? Alle zuhören! Großer Notfall! Was ist denn los, Manana?
Wenn so weitergeht, dann... Füßchen von Manana werden abfallen und nie mehr nachwachsen! Seit unserem Aufbruch aus Kolonie Tau sind wir weit gelaufen. Wir sollten uns nach einer Stelle für ein Lager umsehen. Zum Glück ist hier gleich eins direkt in der Nähe. Lager? Lager heißt Essen, oder? Und Essen heißt Kochen, oder? Ich hoffe, dafür reicht deine Kraft noch, Manana. Natürlich! Manana hat aber Kohldampf, als gäbe kein Morgen! Deshalb müssen Freunde bitte beim Kochen mithelfen, damit Essen schneller fertig ist. Und klar, wir helfen dir. Yay! I'm curious to see what tactics you have in place surrounded by so much nature. What say we go hunting together? I'm fairly well versed in that. So, Funkelteichlager. Ja, okay, komm. Machen wir erstmal. Wenn Manana so am Verhungern ist, mein Essenseffekt ist eh schon fast wieder weg. Da kann ich mir sowieso einen neuen holen. Ist vielleicht nicht schlecht. Better make sure we're well rested. So, machen wir nochmal kurz. Jetzt habe ich aber schon mehr zur Auswahl. Jetzt habe ich nicht mehr nur 5. Okay. Hier Goldmenge 10%, Beute 20%. Das ist doch ganz okay. Beute-Sammelbonus. Habe ich davon auch genügend hier? Ich brauche 4-mal gepresstes Krovodra-Fleisch und ich habe nur 5. Das ist ein bisschen blöd. Ne, ich nehme halt, glaube ich, lieber das hier. EP und Sammelbonus. Ja. Riesenfisch-Grilltasche. Dum-dum-dum. So, sehr schön. Gut, dann schlafen wir. I just saw you stuffing your cheeks. The rations should have been divided equally. Manana walked more than you used to today. Tommy was rumbly grumbly. Not much we can do though. Not now. Manana, look, we've still got a ways to go. So you're gonna have to get used to rationing stuff out, okay? Hält keiner Nachtwache? Die Truthahns! Immer diese Truthahns. Oh nein, das Essen! What did you say was gone? I think she was yelling about food. What? No way, for real. French Shaw did not just put elsewhere and forget. Nuh-uh. I'm positive it was right here. Indeed. I checked it myself before I turned in. Don't tell me someone scoffed the whole lot. Ah, no way. Oh, die arme Manana. Wird sie jetzt verdächtigt? That awful, false accusation. Not even Manana ever stooped to such crude, vulgar behavior. All right, we get it. Just chill out already. Manana refused to become frosty. This now matter of honor and dignity. For starters. Manana, I know Manana was feeling a bit peckish. But she can't have eaten up the lot. So who then? That guy barely eats at all, right? Indeed. Riku practices ancient knock-on art of restraint. Hey, check it. Manana, do not. A feather? But what kind? I found tracks here. Nobody's blaming you here. These footprints. I think they're Turkish.
Mystery solved then. A Turkin feather. So, they raided our supplies. Lands can stop. Apology. Honor and dignity of Manana left in tatters from vile and baseless accusation. Come on, please, lighten up already. All accusations aside, we're really strapped for food. Guess we'll have to go foraging. I concur. Luckily, this area is pretty bountiful all in all, so we might not be too hard pressed. Well, better get to it. Right. Okay. Anyway, that clearly too much eat. Manana is bottomless pit. Well, had Riku know, Manana is dainty eater. Not denying. Lies and deceit. On this day of days, Manana will have retribution! Looks like we've got ourselves a runner. Slipped out from the castle. Is this okay? He could get in touch with Ouroboros. Won't that impact our previous arrangements? Not to worry. If he does make contact, they'll come. Really? Ouroboros are simply like that. Well, if you say so, we can probably take your word. Right, O? Certainly. As you say, P, we probably can take his word. Wenn wir eh schon neuen Proviant sammeln müssen, sollten wir Sachen bevorzugen, die sich möglichst lange halten. Ein guter Punkt. Mal überlegen. Pilze und Früchte vielleicht? Alles klar. Hat eigentlich wirklich niemand was mitbekommen, als sich diese Truthahns ins Lager geschlichen haben. Und kein bisschen. Riku hat friedlich Heier gemacht. Tut mir leid, mir ist auch nichts aufgefallen. Wir sind so viel gelaufen, dass wir alle ganz erschöpft waren. Sonst wären dir mit deinen scharfen Ohren die Truthahns sicher nicht entgangen. Ich glaube nicht, dass irgendwer Mio einen Vorwurf machen will. Sicherlich nicht. Aber wir sollten definitiv alle besser auf unsere Vorräte aufpassen. Naja, bringt auch nichts, jetzt im Nachhinein groß drüber zu klagen. Suchen wir einfach was Essbares, okay? Ja. Das ist doch... Ein Zirkel! Ja und? Immer nur Pilze machen auf Dauer auch nichts hart. Achso, okay. Etwas Fleisch wäre schon nicht schlecht. Gut, dann sammeln wir mal, was wir kriegen können. Wollen wir nicht irgendwie die Truthahns verfolgen und gucken, wo die hingelaufen sind? Wäre das nicht schlauer? Geklauter Proviant. Noch eine Nebenquest. And loot meat is fucking amazing. Guess we know what's on the menu today, then. There wasn't any food here, was there? Ja, Mio, das ist mir egal. Ich will erkunden. Ach, ernsthaft? Meine Fresse. Ja, wenn die am Verhungern sind, dann kann ich es ja verstehen. Na gut. Dann gehen wir halt kurz auf die Jagd. So, ich muss nur auf die anderen Gegner hier aufpassen. Mal du her. Und du? Also gegen drei von denen werde ich ja wohl gewinnen, oder? Und du. Oh Gott. Und los. Na, scheiße. Geht nicht auf mich, geht nicht auf mich. Nicht auf mich gehen, nicht auf mich gehen. Hilfe! Toller Start. Ja, das war natürlich dumm, dass ich am Anfang gleich einen Angreifer gespielt habe. Und Ewigkeiten zum Anlocken gebraucht habe. Das war nicht wirklich cool. Aber die können doch trotzdem nichts, oder? So, los geht's jetzt. Ja, Juni ist auch schon tot. So. Zack. Okay. Sind auch alle am Leben jetzt wieder? Zwar nur knapp, leider. Aber sind alle am Leben. Juni, mach du. Okay, gut. Sehr schön. So, Heilung. Brauchen alle Noah, Land, Senna. Sehr gut, sehr gut.
Sterben sogar gar nicht unbedingt erstmal Heilung ist wichtiger, würde ich sagen. Okay. Geht schon. Geht noch ein Heil? Ja, perfekt. Okay, jetzt haben wir es im Griff. Lance. So, wir haben eh schon nur noch zwei Gegner jetzt. Der Rest ist easy. Der Rest ist easy, sagte er, nachdem beide Heiler gestorben sind. Hm. Ich glaube aber, dass wir jetzt selbst ohne Heiler das hinbekommen. Hoffe ich zumindest. So, okay, passt. Macht ihr zwei wieder, schnell. Nee, mach halt. Hä, warum? Ach, die müssen noch abkühlen. Okay, Mio. Na komm, mach halt. Oder Noah, ist egal, einer von beiden. Hallo. Okay. So, ein Gegner noch her, schaffen wir locker. So. Wieder mit der schönen Kombo hier. Rums. Rums. Wunderbar. Okay. Much relief. Glad Riku had just power frame last night. Should perform 30% better than leading brand. What's she on about, leading brand? I get that we're weaker than Agnians, so we need this to get on more of an even footing in combat, but... Friends say but. Why but? We just need oomph, you know, like kapow sort of thing. Sound effects not help comprehension. Oh, you know. Like that doodad Noah has. Doodad? Ujima flip. You know what I mean. Don't make me say it. What friend want to use for? Well, I... Not on urine by any chance. If so, Riku have to pass. Oh, come on. So Riku gets right. Ugh. Backing up. This plan of Lance, Noah privy to it? Make decision without consult allies? Bad form. But he's our enemy. And who decide that? Yorin ever say himself? That he enemy? He did. I did. In absence of complete picture? Well, but he's different. So after meet just once, Lance make up mind? Then... What are we gonna do? Only thing friends can. Keep moving forward. How's that gonna solve anything? Should never have asked. Also, doodad, not that kind of thing. Hey, should we go check out the other side too? Riku ist echt richtig cool, auf jeden Fall. Gut, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim nächsten Mal werden wir uns hier im oberen Mactha-Wald noch ein bisschen mehr umsehen. Ich will jetzt mal endlich da hinten auch entlang gehen. Und dann werden wir aber auch den Hauptweg weiter entlang laufen. Als nächstes soll ich, okay, hier dann hin, ganz woanders. Also nicht ganz woanders, aber halt den Pfad noch weiter folgen und da noch ein bisschen mehr Proviant suchen. Ich hoffe eigentlich, dass wir auch die Tutans finden, die... unseren Proviant geklaut haben. Das wäre immer noch am einfachsten, finde ich. So weit weg können die ja nicht sein, oder? Würde ich mal schätzen. Vielleicht finden wir die ja auch noch beim nächsten Mal. Mal schauen. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.